Moin Moin, Zeit mal wieder für einen Leseschatz. Ich habe auch einen entdeckt. Max Lube, drei Weise aus dem Bantuland im Auslandbank Verlag. Ein Verlag, der ein Garant dafür ist, dass er Perlen aus der französischen Literatur entdeckt und übersetzt. Übersetzt auch diesmal von Katharina Triebner-Karbold. Wir lernen einen schwarzen Mann kennen, der in die Schweiz emigriert ist. Ein Diplom hat, aber die Jobsuche gestaltet sich sehr schwierig und er ist homosexuell und sein Partner auch mehr im Leben gefangen, auch mit der Lebenssituation am Hadern, aber auch nicht wirklich an der Jobsuche beteiligt. Als eine Situation aussteht, das heißt, unser Held kann ein Praktikum an Land ziehen, ein Praktikum in einer Organisation, die sich gegen Rassismus bzw. Ungerechtigkeit einsetzt. Dort integriert er sich und findet auch so langsam auch mehr oder weniger Spaß an der Sache, weil es in dem Land dort, also in dem Kreis, wo er sich als aufhält, wo er lebt, immer mehr der Ton wird, dass man halt Menschen wieder ausweisen möchte und das auch ziemlich plakative und fast schon dumme Weise und dagegen gehen sie an. Als er bei einem Telefonat mit seiner Mutter mitbekommt, dass es der auch nicht so gut geht und sie auch wahrscheinlich sehr krank ist, wird sein Abenteuer vorgestrickt, auch seine Schwester greift mit ein, sodass die Mutter dann auch irgendwann noch kommen kann, ins Krankenhaus gehen kann, was auch immer da passiert und was auch weiter zu entdecken sind. Und wer auch letztendlich drei Waisen aus dem Bantuland sind, soll der Leser selbst entdecken. Ein Buch, was aufrüttelt, was zum Nachdenken anregt, was emotionsgeladen ist. Man kann auch teilweise schmunzeln. Also wieder mal eine tolle Entdeckung. Ein Lesetipp von mir, drei Weise aus dem Bantuland. Ich wünsche erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Harder von der Buchhandlung Almschmidt, beziehungsweise vom Leseschatz. Tschüss.